Am Abend des 13.02. gegen 18.30 Uhr kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Langgöns und Holzheim. Ein 51-Jähriger befuhr zusammen mit seinem 22-jährigen Sohn die Landstraße aus Richtung Langgöns kommend und beabsichtigte, nach links abzubiegen. Bei dem Abbiegevorgang missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden Fahrzeuges und es kam zum Frontalzusammenstoß. Hierbei wurden Vater und Sohn tödlich verletzt. Im zweiten Fahrzeug befanden sich ebenfalls zwei Personen. Der 27-jährige Fahrzeugführer und eine 20-jährige Beifahrerin, die beide schwer verletzt wurden.